savior. Monster. Guardian. Vigilante. The preservation of life. So often, the justification for taking it. Humans, elevating those that keep guard until they watch too close. And the so-called hero, condoning the very act he would condemn. Transgressions of your past shape actions to come. As offspring turns into adversary, yesterday's loss leads to madness. And God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust. As factions dissolve and form, and lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines once clearly defined become blurred. Perhaps it is time for them to be redrawn. Hallo und herzlich willkommen in der Pink Gaming Galaxy. Ich habe mich dazu entschlossen, ein wenig die Seiten zu wechseln, nachdem ich ja schon eine Marvel-Veteranin bin. Möchte ich nun auch das DC-Universum in meinem Beitrag beisteuern. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Und ja, heute checken wir mal die verschiedenen Spielmodien in Injustice 2 an. Ja, genau, da sind wir jetzt auch schon. Und zwar fangen wir direkt mal an mit dem Story-Modus. Ja, und da könnt ihr einfach die Geschichte quasi spielen. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was gemacht. Und ja, ihr seht ihr, Kapitel 2 wird leider erst in Kürze freigeschalten. Aber die anderen sind auch schon mal ganz nice. Dann habt ihr einmal die Variante. Dann haben wir als nächstes, gibt es die Kampagnenmodus. Gehen wir da auch mal kurz drauf. Und da ist es jetzt so, ihr habt hier einmal die verschiedenen Schwierigkeiten. Wir sind jetzt auf normal. Heldenhaft müssten wir dann natürlich erst noch freispielen. Und ihr habt immer am Ende von so einem Kreis quasi, habt ihr einen Bosskampf. Welcher auch, ja, doch relativ herausfordernd ist, würde ich mal sagen. Und ihr könnt halt hier drinnen halt nicht nur eure Charaktere leveln, also mit Erfahrungspunkten und Gold sammeln, sondern ihr könnt halt auch Ausrüstung gewinnen, wodurch ihr halt eure Charaktere verbessern könnt. Was natürlich ganz, ganz nice ist. Ja, dann geht's weiter mit dem Arena-Modus. So, der Bildschirm braucht mal wieder ein kleines bisschen. Und da könnt ihr halt einfach, ja, gegen andere Spieler quasi spielen und euch dann Arena-Abzeichen, sage ich jetzt einfach mal, erspielen und die dann halt gegen Preise austauschen, also eintauschen, wie ihr halt gerne möchtet. Ihr seht, hier unten kann man einfach auf Gegner suchen klicken und hier drüben seht ihr dann auch die Bestenliste, wer wo steht und die Belohnung, ja, je nach Rang seht ihr es. Der kleinste Rang ist hier unten, tägliche Herausforderer kriegt man halt diese 500 Gold. Itemshop-Einheiten 70 Stück und 20 so Arena-Zeichen. Und natürlich, je höher ihr halt seid in der Liga, desto mehr Belohnung kriegt ihr halt einfach. Ja, und wir können jetzt auch mal kurz in dem Arena-Store reingucken, dass ihr seht, was man alles Schönes kriegt. Ihr seht, die Belohnungen wechseln auch immer von der Zeit her. Jetzt haben wir halt momentan die hier drin. Und jetzt könnte man halt einfach, wenn wir genug Arena-Abzeichen hätten, einen von den Charakteren aussuchen, würden da halt 5 Fragmente quasi kriegen. Oder wir haben hier diesen Ausrüstungsmodus und da kann man dann halt Ausrüstung für die Charaktere kaufen.
Was natürlich ganz nice ist, weil, wie gesagt, ihr könnt ja in dem Kampagnenmodus euch halt auch Ausrüstung spielen, aber da ist es halt reiner Zufall, meistens, ob ihr was kriegt oder nicht. Und hier könnt ihr euch halt die direkt dann einfach kaufen. So, dann haben wir noch als letztes den. Na, jetzt braucht das Game wieder mal kurz ein kleines bisschen. Ja, das ist leider eins der großen Nachteile, wo das Game momentan leider noch hat, dass die Ladezeiten leider sehr lang sind momentan noch. Wobei ich aber auch nicht das beste Internet habe, also da will ich jetzt dem Game gar keine Schuld geben. Dann gehen wir nochmal auf den Home-Modus, genau. Und dann haben wir hier noch diese Operationen. Da könnt ihr quasi einfach einen oder mehrere Charaktere, wie ihr halt möchtet, quasi losschicken, um euch halt, ja, Beute sozusagen zu sammeln. Das machen wir jetzt auch einfach mal kurz. Und zwar seht ihr jetzt, hier schalten sich halt nach und nach bestimmte Modus frei. Eine bestimmte Mission. Ich gehe jetzt einfach mal auf den leichtesten, weil da habe ich nicht meine Catwoman, wo ich da reinschicken kann, weil die anderen drei brauche ich ja im Team. Dann klickt ihr einfach auf Fortfahren, bestätigen und dann ist der Charakter quasi für 30 Minuten, solange halt die Mission geht, gesperrt. Aber ihr kriegt halt, wenn der Charakter wiederkommt, diese 260 Gold in meinem Fall jetzt und der Charakter levelt dadurch auch noch ein kleines bisschen. Ja. Dann liegen sie momentan leider nur, ja, noch nicht verfügbar. Ihr seht es in Kürze. Dann haben wir noch diese Ressourcenmission. Das ist auch ganz cool, da könnt ihr euch je nach Wochentag EP-Teile, also EP-Steine für die Charaktere erspielen. Und ihr seht es, heute ist es jetzt für die Machtklasse EP. Braucht ihr immer drei Siege und dann kriegt ihr halt die Belohnung. Ja, ihr seht, je nach Wochentag gibt es halt für jede Klasse und Sonntag gibt es dann halt Credits zum Gewinnen. Ja, was der Herausforderungsmodus ist, kann ich euch leider noch nicht sagen, weil ich das noch nicht freigeschalten habe. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob das überhaupt schon freischaltbar ist oder nicht. Aber das war's dann eigentlich schon. Und ja, ich hoffe mal, dass ich euch das Ganze ein bisschen schmackhaft machen konnte. Mich würde es freuen, wenn ihr mich weiter begleitet und mir vielleicht sogar ein Like da lasst, damit ich weiß, dass euch das Ganze auch gefallen hat. Wir hören uns dann bald wieder. Und ja, may the pink be with you, eure Pink Gaming Lady.